Wir sind heute hier auf dem Remarketing-Kongress 2023. Knapp 400 Gäste sind nach Würzburg angereist, um Live-Auktionen, aber auch den Batterietest, den wir gemeinsam mit der Dekra durchführen, heute im Fahrzeug zu erleben, Probe zu fahren. Und ansonsten gibt es auch noch viele, viele weitere Themen, die sehr spannend sind. Der Deutsche Remarketing-Kongress hat die Bedeutung, dass wir natürlich einmal als Sponsor hier vertreten sind, aber natürlich auch als Dienstleister unser Unternehmen hier präsentieren, uns nochmal bekannter machen, Kontakte pflegen, aber auch neue Kontakte knüpfen. Wir sind ja als Santander extrem stark im Gebrauchtwagengeschäft. Das ist für uns eines der Kernthemen unseres Geschäfts. Und wir sehen natürlich den DRMK einfach als Basis dafür, zu sehen, was machen Händler, wie bieten ihre Fahrzeuge an, was sind neue Verkaufsprozesse. Und wir haben natürlich auch selber, gerade heute im Rahmen unseres Vortrags, die Thematik, wie können eigentlich Händler davon profitieren, wenn sie sich bestimmte Prozesse nochmal neu überdenken und neu nutzen. Und so ist es dann eben für beide Seiten eine Win-Win-Situation, dass wir eben lernen können, aber genauso eben auch Händler lernen können, was ändert sich, worauf wird geachtet, was sind die Themen, die uns am Markt beschäftigen. Ja, ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist, dass wir im VCC-Gelände, auf dem Testgelände draußen im Freibereich, die Möglichkeit haben, unseren Batterieschnelltest vorzuführen und dementsprechend die Händlerschaft dort zu begleiten und auch den Test praktisch zu zeigen. Also ich finde, der Kongress empfiehlt sich immer für Menschen, die im Gebrauchtwagenhandel tätig sind und sich immer wieder ein Update holen wollen, was andere Händler machen. Und ich finde, es gibt immer wieder super Impulse, die man selber mal mitnehmen kann und vielleicht bei sich dann auch integriert. Was wir heute gelernt haben, das ist eine ganze Menge. Es ist zumindest in vielen Fällen eine Erinnerung an das Tun, an das Nicht-Vergessen bestimmter Prozessabläufe und auch eine Animation, sich um die eigenen Prozesse im eigenen Haus wieder intensiver zu kümmern. Also ich würde den Kongress auf jeden Fall allen Verkaufsleitern, Inhaber, Geschäftsführer empfehlen, weil es sehr umfangreich ist und für ihn was dabei ist und man nimmt auf jeden Fall was mit nach Hause, wo man umsetzen kann. Also von heute habe ich mitgenommen nochmal das ganze Thema Exportgeschäfte. Wir sind ja auch ein Gebrauchtwagenhändler, machen das auch schon über viele Jahre. Und gleichzeitig ist es immer cool, nochmal einen Impuls zu bekommen und dann doch nochmal ins Unternehmen zu kommen morgen und sich alle Prozesse anzugucken. Und das war so für mich heute zumindest schon mal der größte Mehrwert. Im Grunde so jeder, der die Automobilbranche liebt und ein bisschen Benzin im Blut hat, ist hier, glaube ich, nicht fehl am Platz.